geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der bösen Macht. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Damit ihr seinen Brüdern und Schwestern den Vater zeige, das selige Ziel unserer Wege. Heilige Mutter, dir überantworten wir Stadt und Land bei Hofen, jeden Einzelnen und die Familien. Möge der christliche Glaube sie heilen und prägen. Er helfe allen, den tiefsten Sinn ihres irdischen Lebensweges zu finden. Er wecke in allen Mut und Hoffnung für die Tage und Jahre, die kommen. Deinem mütterlichen Herzen, Maria, vertrauen wir vor allem diejenigen an,
die von Leid und Schmerz bedrückt sind, Kranke und Behinderte, Männer und Frauen in schwierigen Ehen, Kinder in zerstrittenen Familien, Menschen mit drückenden Schulden, Arbeitslose, Entwurzelte. Das Kreuz deines Sohnes leuchte ihnen auf als Zeichen der Familie, ihren Berufsbereich, für die Gemeinschaftsaufgaben verantwortlich sind. Lass sie in der frohen Botschaft Licht und Kraft für ihre Pläne und Entscheidungen finden. Geleitet von einem reifen christlichen Gewissen, die Väter und Mütter und alle, die dem Gemeinwohl dienen. Zeige ihnen den leuchtenden Wert der Wahrheit, das hohe Gut der Gerechtigkeit, den stillen Glanz der Selbstlosigkeit. Deinen mütterlichen Schutz, Maria, erbitten wir auch für die junge Generation, Kinder und Jugendliche, junge Männer und Frauen. Geleite sie behutsam, Schritt für Schritt auf dem Weg christlicher Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft. Die Mutigen und Starken, die Unternehmungslustigen und die Zupackenden, ebenso die Stillen, die Zögernden, die Abwägenden, die Lachenden und die Ernsten. Lass in ihrem Herzen das Licht jener Ideale nicht verlöschen, die dem Leben des Menschen seinen wahren Wert geben.